Na gut, dann machen wir uns jetzt mal auf zur freien Mine. Aber vorher trinken wir noch unsere allseits beliebten Geschwindigkeitstränke. So, 16 Stück haben wir noch. Ja, nachdem wir das in der Mine erledigt haben, was auch immer Gorn da von uns haben möchte, sollten wir noch ein paar neue Tränke kaufen gehen. Hoffentlich finden wir noch ein paar Sachen, die wir verkaufen können, denn unser Erz ist uns ja doch recht lieb. Da müssen wir nicht unbedingt sofort an unsere Reserven rangehen. Wir bräuchten aber erstmal Licht. Fackeln haben wir doch noch genug, oder? Jo. Oh, und der Trank funktioniert nicht mehr? Also ein paar von den Tränken scheinen irgendwie verwässert worden zu sein oder so. Oh, und hier ist ja schon Gorn. Du kommst gerade richtig. Wir bereiten uns auf den Gegenschlag vor. Die Rückeroberung der freien Mine ist der erste Schritt. Stimmt, die Gardisten aus dem alten Lager sind ja schon hier angekommen. Die bereiten das ja gar nicht mehr vor, die haben das schon gemacht. Also die haben die freie Mine übernommen. Und wir müssen jetzt wohl helfen, hm? Eine Rückeroberung mit 4 Mann? Wo sind all die anderen Söldner? Ein frontaler Angriff bringt nichts. Dafür sind Gomez' Leute zu gut verschanzt. Aber eine verdeckte Operation, bei der wir Mann für Mann ausschalten, könnte gelingen. Lee bat mich, dir etwas auszurichten. Als einer unserer besten Söldner wurdest du bestimmt, die Operation durchzuführen. Ich werde mit dir gehen. Gemeinsam können wir es schaffen. Der erste Schritt? Was wird denn der zweite sein? Sobald die Mine wieder in unserem Besitz ist, werden wir den Pass über die Berge suchen, den Gomez' Leute für den Überfall benutzt haben. Wenn der Pass dicht gemacht wurde, haben wir die Situation wieder im Griff. Verstehe. Ah, dadurch haben sie denn keine Verstärkungsmöglichkeiten mehr. Na gut. Warum gerade ich? Du hast schon mehrmals bewiesen, dass du Mut hast und gleichzeitig denken kannst. Außerdem kennst du das alte Lager und die Gardisten besser als die meisten von uns. Du bist der beste Mann für diesen schwierigen Job. Ah, das macht die Sache nicht gerade besser, dass wir Leute kennen. Denn Leute umzubringen, die man kennt, ist nicht gerade schön. Aber gut, wir müssen so oder so zu dem Ork kommen, der sich irgendwo hier auch rumtreibt. Es wird ganz schön gefährlich. Also zwischen Gardisten aus dem alten Lager, den Söldnern hier aus dem neuen Lager, irgendeinem Ork-Sklaven, da wird viel schief gehen können. Okay, lass uns den ungebetenen Gästen in der Mine kräftig in den Hintern treten. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Hier, nimm diesen Schlüssel. Er öffnet das Torhaus vor dem Eingang der Mine. Auf in den Kampf! Na gut. Was hat er denn noch? Fast hätte ich es vergessen. Der Bandit Wolf will dich unbedingt sprechen, bevor wir zur Mine aufbrechen. Dann werde ich ihn besser noch vorher aufsuchen. Tu das. Ich warte hier am Wachposten auf dich. Das ist jetzt ungewöhnlich. Aber na gut. Wenn er sagt, dass es wichtig ist, dann wird es wohl hoffentlich wichtig sein. Wolf war von den Banditen eigentlich für die Rüstung zuständig. Also vielleicht kriegen wir von ihm ja noch eine bessere Rüstung, aber das ist eigentlich unwahrscheinlich. Denn Lee hat gesagt, die Rüstung, die wir jetzt anhaben, die schwere Söldnerrüstung, wäre die beste Rüstung, die man innerhalb der Barriere bekommen könnte. Da wäre es echt komisch, wenn ein dahergelaufener Bandit, sorry Wolf, aber das ist er nun mal, plötzlich mit einer besseren Rüstung aufwarten könnte, als der Anführer der Söldner glaubt, haben zu können. Und wo hat sich Wolf versteckt? Der war doch normalerweise hier irgendwo. Ja. Ist ja schön, dass er uns sagt, wir sollen ihn treffen, bevor wir zur Mine gehen, aber dann sollte er gefälligst auch ansprechbar sein und nicht in seinem Bett liegen. Komm, steh auf. Gorn sagt, du wolltest dringend mit mir sprechen. Gut, dass du vorher noch vorbeikommst. Vor was? Vor eurem Besuch in der nicht mehr ganz so freien Mine. Worum geht es? Ich hatte neulich eine Idee, wie wir völlig neue Rüstungen herstellen können. Aha, und wie? Das härteste Material, das ich kenne,
sind die Panzerplatten der Minecrawler. Nicht etwa die der kleinen, harmlosen Exemplare aus der jetzt verschütteten Mine von Gomez. Nein, die nicht. In unserer Mine lebt eine wesentlich gefährlichere Unterart. Der Panzer dieser Biester ist fast nicht zu durchdringen. Wenn du mir einige dieser Panzerplatten bringen könntest, würde ich versuchen, daraus eine Rüstung herzustellen. Also die Minecrawler in der alten Mine waren ja schon ziemlich unangenehm, vor allem wenn sie in größeren Gruppen aufgetreten sind. Und die hier sollen jetzt noch schlimmer sein? Das kann ja ungemütlich werden. Also wir haben Gardisten aus dem alten Lager, wir haben die Söldner aus dem neuen Lager, wir haben einen Ork-Sklaven, wir haben uns und einen Haufen Super-Minecrawler. Da wird auf jeden Fall irgendwas schief gehen. Aber na gut, die Rüstung klingt vielversprechend. Wahrscheinlich wusste Lee doch nichts deswegen davon, weil es halt noch nicht vorher gab, weil sie keiner machen konnte. Wie bekomme ich diese Platten von den Biestern ab? Das ist relativ einfach. Die Rückenplatten sind nur an deren Rändern mit dem Körper verwachsen. Nimm einfach ein Rasiermesser und schneide halb schräg an den Rändern entlang. Okay, kapiert. Mal sehen, ob ich solche Panzerplatten finden kann. Na, nicht schlafen gehen. Wir wollen noch ein bisschen mehr von dir wissen. Wolf? Und diese Information gibst du mir völlig uneigennützig. Nicht ganz. Wenn es mir gelingt, aus solchen Platten eine gute Rüstung zu zimmern, werde ich sehr schnell sehr viel... lassen wir das. Okay, ich will einfach nur Geld machen. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Ah, er hat aber nur Jagdtrophäen. Oh, er hat jede Menge Erz. Ha. Ein paar Tränke hat er auch, Schnaps. Ganz viele Bögen. Auch wenn wir die nicht wirklich brauchen. Aber gut zu wissen, wenn wir irgendwann mal ganz viel Jagdbeute haben, können wir die bei ihm loswerden, um an Erz ranzukommen. Auch wenn sie wahrscheinlich einfach direkt gegen Tränke tauschen werden, oben bei den Wassermagiern. Aber gut. So, die Fackel brauchen wir jetzt langsam nicht mehr. Denn es wird schon wieder hell. Na gut. Also es war nicht wirklich so wichtig wie gedacht. Denn die Rüstung ist ja quasi etwas, was wir bekommen können, nachdem wir den Auftrag erledigt haben. Nämlich die ganzen Gardisten aus dem alten Lager umzubringen. Das hätten wir ruhig auch, nachdem wir da waren, erfahren können. Und die Panzerplatten hätten wir auch früher, später abbrechen können von den Leichen. Aber na gut, sei es drum. Jetzt sind wir fertig. Hallo! Es kann losgehen, auf zur Mine. Höchste Zeit, dass wir die Gardisten von dort vertreiben. Geh du vor, ich folge dir. Hoffentlich nicht nur du. Die drei anderen Jungs, da werden wir auch noch gebrauchen können. Sie scheinen irgendwie nicht mitkommen zu wollen. Sprechen wir die auch nochmal an. Vielleicht haben die hier irgendwelche Bedenken, die wir erstmal aus dem Weg räumen müssen. Sei gegrüßt. Hallo. Alles klar bei dir? Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gomez Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Und das wird bestimmt kein Spaß. Er ist ja ein richtiger Blitzmerker. Die Armee steht vor dem Tor. Besser gesagt, hinter dem Tor. Hinter diesem Tor hier. Aber na gut, die werden schon noch kommen, wenn wir sie brauchen. Also sind es erstmal nur Gorn und wir. Gucken wir mal, bis wo sich die Gardisten vorgearbeitet haben. Also ob sie jetzt schon außerhalb der Mine irgendwelche Wachposten aufgestellt haben oder nicht. Und Gorn, noch hinter uns. Gorn. Oh weia, das kann ja lustig werden. Wenn die alle naselang ihren eigenen Weg gehen. So viel dazu, dass wir hier der gewählte Anführer sein sollen.
Wohin hat er sie verkrochen? Au. Oh. Oder ihm wurde das Ganze zu nerven, er ist schon mal vorgelaufen. Das kann natürlich auch sein. Na gut. Laufen wir mal hinterher. Und wo wir gerade beim Laufen sind, wenn er schon vorgelaufen ist, dann laufen wir nur einfach schneller hinter ihm her. Und diesmal scheint der Trank auch richtig zu funktionieren. Ist ja schon echt komisch, dass manche davon nur so kurz halten. Aber sei es drum, wir sind es trotzdem auf jeden Fall wert. Jedes Bröckchen Erz, das wir dafür opfern müssen. So, bisher ist hier alles ruhig. Was schon ungewöhnlich genug ist. Oh. Echsen. Ja, die können doch ziemlich schmerzhaft sein. Aber es sind alles Jagdtrophäen, die wir danach noch loswerden können. Und wir haben noch eine Menge Tränke über. Also, Schluck, Schluck. Aber auch ungewöhnlich, dass trotz der ganzen Gardisten und trotz Gorn, der gerade hier durchgelaufen ist, die ganzen Echsen noch stehen. Komm, dich an. Zack. Ja, es ist auch gut, dass wir so viele haben, denn die gehen weg wie warme Semmel. Und die richtigen Kämpfe haben noch gar nicht angefangen. Die Gardisten werden wesentlich zäher sein, denke ich. Oh, da ist Gorn. Warte mal. Siehst du all die Leichen hier? Geh du runter zum Mineneingang. Ich bleib erstmal hier oben und stelle sicher, dass es keine Überraschung von hinten gibt. Wenn du unten bist, komme ich nach. Na gut. Die ganzen Sachen von den Leuten nehmen wir mal mit. Nicht, dass irgendein Gardist noch damit durchbrennt. Und wir... Oh, ouch. Und wir können die Ausrüstung wesentlich besser gebrauchen als irgendjemand anders sonst. Wir haben hier wirklich keine halben Sachen gemacht, ne? Alle tot. Üble Sache. Echt üble Sache. Das haben wir schon gemerkt, als wir beim alten Lager vorbeigekommen sind. Dass die einfach so jemanden angreifen, mitten am Tag, nur weil er zu einem anderen Lager gehört, das ist schon ziemlich übel. Also auch nicht nur angreifen, um ihn zu verprügeln und zu verscheuchen, wie sie es ja auch schon früher gemacht haben, sondern wirklich angreifen, um zu töten. Das ist gleich eine ganz andere Geschichte. Oh. Und da haben wir schon die ersten Gardisten. So, das nehmen wir noch kurz mit. Ah, drei Stück sind es. Einer davon in einer schweren Rüstung. Na, sichern wir erstmal noch die Umgebung. Ja, zum einen, die ganze Ausrüstung sichern wir natürlich. Und wir gucken, ob hier noch irgendwo sich vielleicht Gardisten versteckt haben. Nicht, dass wir die drei da unten gleich angreifen und dann von den ganzen Hütten überall noch mehr Gardisten rauskommen. Das wäre ja nicht so gut. So, da hinten geht es wieder zu Gorn. Aber hier sieht alles ruhig aus. Was haben wir hier? Rechts, rechts, rechts. Nein. Rechts, rechts, links, links. Eine Schmiedehammer und ein paar Trauben. Na gut. Die restlichen Sachen plündern hier können wir auch noch später. Das Gröbste müssten wir jetzt haben. Und wir haben nirgendwo versteckte Gardisten gesehen, das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir haben es nur mit dem einen Schwergepanzerten und den zwei Schatten zu tun. Also der Schwergepanzerte wird ein Gardist sein, die anderen beiden werden Schatten sein. Und wenn es eng wird, dürfte Gorn ja auch noch zu Hilfe kommen, der steht ja da oben. Aber gut, speichern wir kurz ab. LP 69.